Hallo Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tropico. Ich muss leider den Anfang jetzt nochmal neu einfügen, da es die ersten 5 bis 6 Minuten von der Folge weggehauen hat, da der Sperrplatz einfach mal abgeschmiert ist und die Folge weg war. Also der erste Clip. Die Folge geht es ja schon noch ein Stückchen, aber der erste Teil war halt leider weg, wo halt ich ein bisschen drüber gelabert, okay, was ich jetzt machen will. Ich habe mich dann dafür entschlossen, also ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin ja gerade in der Kriegsvorbereitung noch. Waffenstillstand und habe ich gesagt, ja, ich muss halt meine Forschung dann auf die Panzer konzentrieren, denn die Panzer brauche ich später, weil die mit Panzern angreifen und alle möglichen und ich sonst keine Chance habe und ich immer wieder Missionen annehmen muss, um den Waffenstillstand zu verlängern. Das habe ich dann halt gemacht und ich habe mich dadurch auch gleich dann in die 10.000 Minus geschoben. Aber ja. Also das fängt jetzt bei 10.000 bei minus 10.000 an, da einfach das ganze Geld durch die ganzen Abzüge weg war, wie richtig schnell weg war. Dann habe ich noch ein paar, wenn ich schon da sind, Holzfäller habe ich gebaut. Aber das seht ihr dann alles in der Folge wahrscheinlich noch. Dann habe ich, wenn ihr es schon gesehen habt, ich glaube ihr habt es nicht mehr gesehen. Ich bin gerade glaube beim Export, habe ich noch einen Eisenbergwerk gebaut und ja, mehr war es eigentlich auch unbedingt gar nicht. Ich habe halt noch ein bisschen, kommen die Rebellen noch? Ich weiß es nicht. Mehr habe ich gegen Rebellen gekämpft und andere Sachen halt, aber das ist jetzt nicht wirklich viel Weltbewegendes, was da passiert ist. Ich wünsche trotzdem noch viel Spaß mit der Folge und ja, nächstes Mal dann wieder alles wie gewohnt, von Anfang an bis zum Ende und ja, viel Spaß mit der Folge. So. Immer noch Zehntausende minus. Aber 4600, okay. Okay, jetzt ist Eisen ist gleich fertig, 4560. Noch eine Schiffsladung, wenn ich Glück habe, dann habe ich das durch. Ja, gut. Oh, was machen wir? Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen. Eine Botschaft, ich kann doch keine Botschaft jetzt bauen, oder? Natürlich kann ich keine Botschaft bauen. Wenn ich... Präsidente, in Übereinstimmung ja, geil. Mit Paragraph. Okay. Verfassung, Polizeistaat, glückliche Kindheit, Einwanderungsland, seltene Rivalen, Wahlberechtigung gilt, da gibt 300% mehr Stimmen, 50% mehr Rebellen. Jeder Polizist überzeugt einen Wähler für solche Stimmen. Obligatorische Wähler, die öfter stattfinden, nee. Einmal hier, glückliche Kindheit, Arbeitsparadies, niedriges Rentenalter, hohe Arbeitszufriedenheit. Nimm mal das hier. Bürgerschaft, Einwanderungsland, Grenze. Hier, komm. Vielleicht sind sie dann glücklicher. Ob sie glücklich sind, weiß ich nicht. Aber jetzt kann ich endlich Panzer machen. 25 Monate, ja, das reicht locker. Weil dann die Monate rum sind, dann, ich krieg sogar noch mal ein paar drauf. 12 Monate, wenn ich das Eisen durch hab. Das heißt, oh Gott, ich bin richtig vorbereitet, wenn ich... Oh ja, richtig. Also ich gönne mir dann nachher erstmal die 40.000. Dann habe ich, ja, wenn ich jetzt 10.000 minus hätte, ich hoffe mal, ich habe es nicht, aber das wird wahrscheinlich so drauf rauslaufen. Bin nachher so bei 30.000 plus noch, dann hole ich mir erstmal 2 von diesen Militärbasen. Vielleicht sogar 3. Und dann juckt mich eigentlich mein Minus gar nicht mehr, weil ich hoffe mal, dass ich dann danach vielleicht wieder ins Plus komme, weil ich irgendwie Geld bekomme von irgendeinem Säckel. So, jetzt müsste eigentlich das... Ja gut, wenn es dann mal durchgelaufen würde, das Eisen, dann wäre ich zufrieden. Oh, haben sie gerade einen Baum gefällt. Schön. 15.000 minus. Nein. Wie kannst du nur? Du Mistviech. Du Drecks. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Baukosten für alle Industriegebäude für die nächsten 4 Jahre? Nee. 5 Arbeiter mit Highschool-Abschluss, finde ich gut. Ich bin so wütend! Rebellion and Grief! Eine Rebellion and Grief! Schlagen Sie die Rebellen zurück! Schlagen Sie zurück! Sie sind ausgebildet, die Rebellen zurückzuschlagen! Sie müssen das schaffen! Jetzt bin ich enttäuscht! So. Jetzt hau die Rebellen weg, komm. Jetzt seid sofort, die haben 3 Truppen, ihr habt 4 Truppen. Zudem habt ihr jetzt nicht ausgebildet.
Ihr müsst diese Wichse zurückschlagen, sonst haben wir keine Chance. Der Orden hat ein Lieferabkommen für... Ja, 5000 Baumstämme explodiert. General Penultimo hat ein... Nicht meine Schwäche? Okay, okay, noch... Ja, noch eine. Okay, Profis. Profis. Ich tu mal alles so lassen, was kostenlos ist und was mir was bringt. Effizienz aller Pflanzen... Ah, cool. Kriegsrecht, Vermögenssteuer bitte. Zu den Waffen. Juble, Tropico. Nein. Jetzt okay. Ist es amtlich. Diejenigen, denen es besonders gut geht, zahlen jetzt etwas mehr Steuern. Was? Damit es uns allen besser geht. Und wir zusammen als ein Volk in Richtung Wohlstand unterwegs sind. El Presidente ist unser Robin Hood. Er nimmt von den Reichen und schenkt es sich selbst. Und was heißt das Zeichen? Können nicht arbeiten, während die Verordnung wo beziehen wirksam ist. Okay, habe ich irgendwas gerade, Okay. Aufheben. Da war gerade wahrscheinlich irgendwas drin, ich habe keine Ahnung. Wieder aufbauen kann ich nicht, ich bin zu viel Minus. Mann! Mann. Ist ja ganz schön blöd. Da haben sie eine ausländische Botschaft. Ja, ich kann keine Botschaft einladen. Mann, ich bin so im Minus. Ah. Oh Mann, ey. 18.000 im Minus. Ist das dein Arsch? Gleich 20.000. Wo kommt das ganze Geld hin? Wo fließt das hin, ey? Das ist doch lachhaft. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Unser Mentor Lian Kane hat mich einigen zwielichtigen Typen vorgestellt, die auf Isla Roja wohnen. Sie könnten uns helfen, wenn wir ihnen den richtigen Anreiz bieten, versteht sich. Diese Personen haben angeboten, beim Beginn der Mission einige der feindlichen Schiffe zu sabotieren. Das kostet natürlich einige Kleinigkeit. Versteht sich? Nein. Dankeschön, aber nein. Oh Gott, ich bin so im Minus, das ist doch unfassbar. Wow, jetzt kriege ich ein bisschen Plus dazu. Oh, das ist total viel. Total viel Geld, was ich da zusammenbekommen habe. Unfassbar viel. Alter, ohne Witz. Kann ich Öl? Kalter Krieg, Alter. Kalter Krieg. Ich kann mir nicht mal Gold besorgen. Bei dem 6.000 bekommen wir nur ein Minus. Oh Mann, ist das traurig. Sieben Monate zu den Panzern. Okay. Jetzt will ich in der Folge noch packen. Ich will in dieser Folge noch einen Panzer Dingenskirchen bauen und dann die Schulden auf mich nehmen und keine Ahnung. 100.000 heulende Höllenhunde. Schön. Unruhen, soziale Unruhen. Der Orden hat seine Kontakte. Nein. General Penultimo hat einen weiteren Plan zur Verlangsamung. Nein, genauso wenig nein. Oh, eine Mission. Das zügellose Liebesleben. Nein, keine Hochzeit. Ich weigere mich, diese Hochzeit zu machen. So. Wieder bei 20.000 Minus. Alter, was ist denn da los? Muss ich denn etwa die ganzen... Muss ich denn Geld kürzen oder was? Ist da los? Die arbeiten gut. Die kriegen auch gute Arbeit. Das Militär kürze ich auch. Meine Fresse. Wie viel Geld kann man denn abziehen? Das ist doch schon... Ey, ohne Witz. Das ist doch nicht mehr witzig. Ja. Ja, wie sieht's gar nicht an? Na gut. Wieso auch? So. Bin wieder gleich ganz weit bei 20.000.
Den kürze ich auch noch ein bisschen was. Wow, bei 20.000 minus. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, nachher das Geld noch zu holen. Ich hoffe es aber mal. So wütend, juhu, ich hab Panzer. Oh Mann, diese scheiß Rebellenangriffe überall. Und warum wollt ihr eigentlich immer meine... Ah, ich habe echt keine Ahnung. Diese echt kranke Schweine. Ich weiß nur, dass ich... Alter, 25.000 im Minus. 25.000 im Minus. Ich muss es trotzdem angehen. Ich habe ja keine Wahl. Was? Ach, kann ich mir nicht mehr holen als... Oh Gott, ist das witzig. Oh Gott, ist das witzig. Und ich mach halt nur eine. Ich hätte zaubermäßig in die Schulden, aber... Ich meine, die muss einfach her. Sonst habe ich keine Chance. Ich kann mir sogar noch mal eine... Ne, doch nicht. Ich dachte mir, ich konnte gar nicht gönnen. Ich muss wieder ins Plus kommen, Leute. Ins Plus. Hallo. Wisst ihr, was ein Plus ist? 100.000 Heulen. Drohung durch Rebellen, Rebellen, Rebellen. Ja, wieder ein Plus. Kann mir trotzdem keine leisten. So. Gut. 49 Monate. Ah, ich kann... War ich nicht gerade... Ach, ne, das ist ein Minus. Oh, Mann, ey. Na gut, Leute, ich würde sagen... Ich war... Also ich sehe immer, ich denke immer, das ist ein Plus. Aber das ist immer bloß ein Minus. Ein ganz dickes, fettes Minus. Panzer! Juhu! Aber ich werde es nicht schaffen. Und nochmal eine. Nochmal eine und ich könnte es schaffen, aber so nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich ins Plus kommen soll, Mann. Wie soll ich denn ins Plus kommen ohnehin? Also ein Geldschub von denen. Oh Gott, jetzt noch ein Geldschub. Ein Geldschub. Hm. Sind die gemein. In der schwersten Zeit. Ich wollte einen Geldschub verpassen, können sie mir. Ich brauche noch übel viel drauf. Ich muss mindestens 2000 ins Plus kommen, damit ich mir das gönnen kann. Und alle, ich komme einfach nicht mal ins Plus. Das ist einfach nicht machbar. Ich kann aber mal die Sachen hier erforschen. So. Jetzt mach doch. Scheiß Geld, ey. Immer das Geld fehlen muss, oder wie? Aber hier 10.000 im Minus. Ist ja echt lustig. Kann ich mir denn eigentlich kein Geld leihen? Frage ich mich. 11.000 im Minus, nur 40 Monate Waffenstillstand. Ich habe eine Militärbasis, also das heißt drei Panzer. Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Es wird richtig eng, wenn die dann angreifen. Ich hoffe, ich kriege nächste Folge dann noch eine zusammen. Ich hoffe es mal. Wird aber ziemlich schwer. Auf jeden Fall wird es ziemlich schwer. Vor allem, weil ich so wenig Zeug zur Verfügung habe. Ich habe einfach gar nichts. Ich kann auch mal ein paar Holzfäller bohren, aber die geben mir auch kaum Geld. Können wir überhaupt noch eine Straße leisten? Ja, kann ich Gott sei Dank noch. So. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Und tschüss.